Ich begrüße Herrn Schellenhuber und freue mich, dass ihr hier an meiner Seite seid und wir das gemeinsam durchmachen. Ja, ich hoffe, Sie können mich hören. Einen schönen guten Tag, Herr Schellenhuber. Können Sie mich auch hören? Ja, also ich habe schon das kleine Gespräch mitgehört und wenn der Ton gut ist, würde ich dann relativ bald mit meiner Präsentation beginnen. Ja, sehr gerne. Also ich mag zwei, drei Worte noch dazu sagen. Ich glaube, man muss Sie ja auch kaum ankündigen. Sie sind ja wirklich bekannt. Sie sind wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Klimaforscher, sind aber weltweit renommiert. Sie sind Gründer und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimaforschung. Sie waren langjähriger, habe ich schon gesagt, Mitglied des Klimarats, beziehungsweise sind Sie immer noch, waren lange Jahre wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Und es ist natürlich sehr schön, dass Sie heute hier dabei sind. Wir haben schon erzählt, wir haben eine große Auditorenschaft hier und Sie haben die Möglichkeit, direkt auch gerade mit Leuten aus der Fassaden-Community, Gebäudehöhlen-Community zu sprechen und mit den Gebäudeenergieberatern. Und Ihre Herzensangelegenheit oder zu Ihren Herzensangelegenheiten gehört ja das Bauhaus der Erde und dort legen Sie ja auch den Fokus genau auf die Bauwirtschaft, weil dort ein großer Hebel liegt. Und ich freue mich jetzt sehr, wenn Sie uns etwas über Ihre Initiative erzählen. Was ist der Hintergrund? Was haben Sie noch vor? Wo stehen Sie jetzt? Herr Schellenhuber, the floor is yours. Vielen Dank für die freundliche Anmoderation auch und freue mich heute bei diesem Online-Webinar, bei diesem Format dabei zu sein, bei diesem Treffen. Ich denke, Sie können also die Titelfolie sehen und es geht um meine Initiative Bauhaus Erde. Der Titel ist in gewisser Weise doppeldeutig, die Rekonstruktion der Zukunft. In der Regel rekonstruiert man ja nur mit archäologischen Mitteln die Vergangenheit. Es geht darum, dass die Zukunft, auf die wir im Augenblick zusteuern, nicht diejenige ist, die die meisten Menschen wollen können. Und Sie haben es ja schon angesprochen im Dialog vorher, was die gebaute Umwelt angeht, wird natürlich sehr viel über Energie gesprochen, Energiebedarf, Energiesparen und dergleichen. Aber was eben ein außerordentlich wichtiger Aspekt ist, sind die Materialflüsse, die Materialströme, die dann wiederum über die graue Energie natürlich eine Rolle spielen, was den Verbrauch insgesamt an Ressourcen angeht. Und ich werde also hier im Wesentlichen den Fokus tatsächlich auf Baumaterialien und Strukturen nehmen, dass man in Zukunft in entwickelten Ländern fast obligatorisch Photovoltaik benutzen wird, dass man die Geothermie, die meiner Ansicht nach bisher weit unterschätzt wird, stärker ins Spiel bringt. Das versteht sich eigentlich von selbst. Aber wichtig ist eben auch, aus welchen Materialien wir die gebaute Umwelt schaffen. Und im Augenblick läuft ja gerade die Klimakonferenz, die COP27 in Sharm el-Sheikh. Und hier sehen Sie Konferenz, die vielleicht die wichtigste war in der Geschichte der ganzen Klimadiplomatie in Paris im Jahr 2015. Ich war mit dabei als Mitglied der deutschen Delegation. Und dort wurden quasi die Leitplanken gesetzt, in denen das Klima sich zukünftig bewegen soll, wenn die Menschheit was denn schafft, nämlich die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten. Das haben Sie hier rechts oben. Und dann wurde quasi das Ambitionsniveau noch auf Drängen von einer Reihe von Entwicklungsländern erhöht, nämlich die Erderwärmung sogar auf 1,5 Grad Celsius begrenzen. Und bevor ich Ihnen sage, ob das überhaupt möglich ist, wie die Chancen stehen und was dafür geschehen muss, will ich Ihnen einfach kurz erläutern, wie es zu diesen Zahlen überhaupt kommt. Weil viele fragen sich, naja, 2 Grad, 1,5 Grad, sind die Zahlen irgendwo gegriffen worden, haben das Diplomaten sich ausgedacht? Nein, es gibt eine sehr tiefe und letztendlich auch überzeugende wissenschaftliche Begründung dafür. Und die hat mit diesem Diagramm zu tun, das ich selber vor gut 20 Jahren in die Welt gesetzt habe, bei der Vorlesung, damals in Oxford gehalten habe, die Frage stellend, was geschieht denn eigentlich Schlimmes, Disruptives, Beängstigendes, wenn die Erderwärmung
langsam hochgedreht wird. Also wenn die Erde sich um 1 Grad erwärmt, um 1,5 Grad, 2 Grad, 4 Grad vielleicht, dann ist es so, dass eben dann quasi lebenswichtige Organe der globalen Umwelt geschwächt werden und dann möglicherweise ganz gekippt, diese Kippelemente im Klimasystem. Da sehen Sie also einen Überblick, das sind natürlich große Ökosysteme, die tropischen Korallenriffe, Regenwälder, wie der Amazonaswald in diesem Fall. Das sind die großen Eisschilde, wenn sie schmelzen, wird der Meeresspiegel weltweit steigen, und zwar Dutzende Meter. Und dann eben auch die Zirkulationsmuster, die Monsunsysteme, der Jetstream in der Atmosphäre und so weiter. Warum? Was ist die Analogie? Nun, viele fragen ja 1 Grad, 2 Grad. Was ist die große Herausforderung, wenn ich im warmen Zimmer sitze und auf die Straße gehe, dann ist der Temperaturunterschied vielleicht 10 Grad. Aber die globale Mitteltemperatur, wenn Sie die Erde als einen Körper betrachten, entspricht unserer inneren Körpertemperatur. Und Sie wissen, wenn Sie zu den 37 Grad innerer Körpertemperatur 2 Grad dazulegen, dann haben Sie Fieber. Wenn 5 Grad dazu kämen, ist das tödlich in der Regel nicht. Und so ähnlich verhält es sich mit dem Klimasystem. Das heißt, die 2 Grad haben eine direkte Entsprechung in unserem Organismus. Und jetzt gebe ich Ihnen einige Beispiele, wie nahe wir gewissermaßen dran sind oder was besonders gefährdet ist bei diesen sogenannten Kippelementen. Der grönländische Eisschild ist sehr fragil und Sie sehen rechts oben, auf Englisch hat es eingeblendet, er hat im Jahr 2019 1 Million Tonnen Eis verloren pro Minute. Man muss sich das vorstellen, der größte Süßwasserfluss auf diesem Planeten. Dann haben wir in diesem Sommer ja wieder erlebt, zum 4. Mal in 5 Jahren, eine massive Dürre, eine massive Hitzewelle über Europa gerade. Das hat mit diesen Veränderungen des sogenannten Jetstream zu tun, also diesem Windband in 10 bis 12 Kilometer Höhe über dem Erdboden, der die kalte polare Luft, arktische Luft, von unserer gemäßigten Luft trennt. Und Sie sehen, dass er immer mehr dazu neigt, solche Falten zu werfen. Und diese Wellen bleiben dann sogar stehen. Im Jahr 2008, sehen Sie, ging eine Welle sozusagen weit von Süden nach Norden. Es kam selbst in den skandinavischen Wäldern zu großen Bränden. Und diese Tendenz wird beschleunigt dadurch, dass sich die Arktis viel schneller erwärmt als der Rest des Planeten. Und die Differenz, die Temperaturdifferenz zwischen diesen Luftmassen, die treibt den Jetstream. Und wenn jetzt diese Temperaturdifferenz immer geringer wird im Laufe der Erderwärmung aufgrund verschiedener Prozesse, dann wird der Jetstream eben auch schlapper und hängt in diesen Wellen durch. Und das hat man zum Beispiel 2010 gesehen, da war eine Hitzewelle über Russland und auf der Rückseite ging eine Welle Norden nach Süden und es kam damals schon zu enormen Überflutungen in Pakistan. Nun, dieses Jahr kam es zu noch stärkeren Überschwemmungen, 1/3 des Landes unter Wasser. Sie sehen also, der Klimawandel wirkt sich in einer sehr komplexen, in einer sehr disruptiven Weise aus. Das war etwas, was die Wissenschaft vor 20, 30 Jahren nicht verstanden hat. Inzwischen auch mit der Arbeit unseres Instituts sind wir da ein großes Stück weitergekommen. Eine andere disruptive Sache ist, wenn tropische Regenwälder kippen würden in einen neuen Zustand, also zur Steppe werden würden. Und leider ist ein bestürzender Befund in einer Arbeit vor kurzem, ist es so, dass die Baumsterblichkeit in den Tropen sich verdoppelt hat. Also die Bäume leben im Durchschnitt ohne direkten Einfluss des Menschen nur noch halb so lang, was natürlich eine enorme Auswirkungen auf die Ökosystemdynamik hat. Das hat wiederum mit dem Klimawandel zu tun, läuft aber im Wesentlichen über veränderte Niederschlagsmuster und dergleichen. Und das ist jetzt gewissermaßen der aktuelle Sachstand für den irdischen Organismus, für die globale Umwelt. Vor kurzem von Kollegen von mir veröffentlicht in Science. Und hier sehen Sie, da müssen Sie sich ein bisschen Zeit nehmen. Sie sehen rechts unten die
Legende. Überall, wo ein oranger Kreis erscheint, haben sie die Gefahr, die große Gefahr, dass das Element schon kippt unterhalb von 2 Grad Celsius. Dann, wenn so ein Diamant, roter Diamant-Symbol zu sehen ist, dann haben sie zwischen 2 und 4 Grad, und bei einer dunkelroten Pyramide wäre das jenseits der 4 Grad. Und sie sehen, wenn sie einfach durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elemente allein, würden schon unterhalb von 2 Grad Celsius wahrscheinlich in einen anderen Zustand kippen. Wahrscheinlich eben auch der grönländische Eisschild. Das ist natürlich das, was die Worte unterlegt von UN-Generalsekretär Guterres zum Beispiel, sagt, wir sind auf einer Fahrt in die Hölle. Das sind ja die Worte, die im Augenblick in Sharm el-Sheikh gebraucht werden. Man kann es für übertrieben halten. Leider ist es so, aufgrund der wissenschaftlichen Einsicht sind diese Aussagen tatsächlich nicht alarmistisch übertrieben. Wir befinden uns im Augenblick direkt auf dem Weg in den Klimaabgrund. Das muss man leider so sagen. Ich hätte diese Worte vor wenigen Jahren noch nicht so gewählt. Und es gibt dann die Möglichkeit, dass diese Kippprozesse sich wie Dominosteine sozusagen miteinander verbünden, zu einer Dynamik. Wenn zum Beispiel Grönland schmilzt, dann wird dadurch auch der Golfstrom unterdrückt und so weiter. Das ist also eine Entwicklung, die wir unbedingt vermeiden müssen. Wenn wir unterhalb 2 Grad bleiben, können wir das wahrscheinlich noch eindämmen. Über 1,5 Grad werden wir mit Sicherheit hinausschießen. Und das kann man in diesen Szenarien durchspielen, und zum ersten Mal in wissenschaftlichen Zeitschriften erscheinen eben dann Artikel mit der Überschrift Climate Change and the Threat to Civilization. Das heißt, wir sind im Augenblick auf einem zivilisationsbedrohten Pfad. Und das muss man ohne Wenn und Aber so feststellen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu verhindern. Und die liegen erstaunlicherweise, oder vielleicht auch nicht, wenn man sich näher damit befasst, gerade im Siedlungswesen, im Baubereich, in den Technologien, in den neuen Verfahren, die ich dort einsetzen könnte. Und das ist eben im Wesentlichen dann das Thema im Rest von meinem Vortrag. Zunächst einmal, wir haben schon 1,2 Grad Erderwärmung. Und jetzt will ich Ihnen gewissermaßen meine Meistergrafik zeigen, die ganz einfach ist, die uns aber zeigt, vor welcher Wahl wir stehen, was die Zukunft unserer Zivilisation angeht. Wir haben hier auf der horizontalen Achse die Zeit aufgetragen, 1900, das Jahr 2022, also heute 2100, 2200. Und auf der vertikalen Achse Delta GMD, das heißt Delta Global Mean Temperature, das ist quasi die Erderwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau. Und wenn wir jetzt die Trajektorie jetzt einfach einblenden, dann haben Sie die reale Entwicklung der Temperatur bis heute, also 1,2 Grad Celsius. Und wenn wir Business as usual betreiben, dann würde diese Entwicklung folgen. Das heißt, wir würden weit, weit über die 1,5 und 2 Grad hinausschießen und tief in die Risikozone eintauchen. Wir werden die 1,5 Grad Linie tatsächlich nicht halten. Aber was möglich wäre für dieses Szenario? Wenn man sich ehrlich macht, dann ist das eigentlich das einzige Realistische, was wir für die Klimazukunft uns vorstellen können. Wir nennen das Overshoot oder Überschießen. Das heißt, bis zum Jahr 2100 muss man versuchen, das Durchbrechen der Leitplanke 2 Grad möglichst zu begrenzen auf wenige Zehntel Grade und sich dann wieder zurückarbeiten, indem, und das ist jetzt ganz wichtig, CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernt wird. Und dafür hat der Weltklimarat, dem ich ja angehöre, eben verschiedene Vorschläge gemacht. Sogenannte negative Emissionen, wo man im Wesentlichen auf Bioenergie, die man dann mit technischen Methoden sozusagen gewinnt, aus Biomasse, um den Kohlenstoff dann abzuscheiden, setzt. Das halte ich für keinen realistischen Ansatz. Aber was möglich ist, die gebaute Umwelt quasi vom Klimasünder zum, wenn Sie so wollen, Klimaheiligen zu machen. Ne?
Und das würde passieren, das ist ein Vortrag, den ich vor einiger Zeit gehalten habe. Und das ist jetzt im Wesentlichen das Programm. Reforesting the Planet, Retimbering the City. Auf Englisch kann man das immer prägnanter ausdrücken. Das heißt, die Wiederaufforstung großer Flächen auf unserem Planeten, beziehungsweise die Wiederherstellung gesunder Forstflächen, dort wo Schäden schon eingetreten sind, und der Versuch, organische Materialien, nachwachsende Rohstoffe im großen Stil in der Architektur, in der Infrastruktur, im Städtebau einzusetzen. Und das ist absolut möglich. Warum ist das so wichtig? Weil es ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Alle reden natürlich über Photovoltaik, Windenergie und so weiter. Aber was wenig bekannt ist, wenn Sie sich die verschiedenen Staaten anschauen und sie aufreihen im Rahmen, also nach Maßgabe ihrer Emissionen von CO2 und Methan und dergleichen, dann steht China an erster Stelle, fast 30% der Weltemissionen, dann kommt die USA. Und wenn jetzt Beton ein Land wäre, dann wird schon an Nummer 3 stehen. Und unten sehen Sie, Metall und Plastik wären die Nummer 4. Das heißt, wenn Sie wirklich eine Länderreihung durchführen würden, hätte man China an erster Stelle, dann USA, dann Beton, dann Metall, dann erst Indien mit 1,4 Milliarden Menschen. Es sind einfach die chemischen und physikalischen Prozesse bei der Betonherstellung oder bei der Herstellung von Stahl, die enorme Emissionen verursachen. Und jetzt kommt der Clou: Wenn wir substituieren würden das Ganze durch organische Materialien, würden wir nicht nur diese Emissionen vermeiden, also Holz, Bambus und dergleichen, wir würden sogar noch Nettoemissionen aus der Atmosphäre entnehmen. Das ist eben der ganz entscheidende Kniff bei der Sache. Und das ist eine Möglichkeit zur Klimareparatur, die bisher in der Tat viel zu wenig beachtet wurde. Wir haben das eine große Debatte dazu angestoßen, auch wenn es viele Arbeiten dazu früher schon gab. In dieser Arbeit hier, Buildings, also Global Carbon Sink, also der Gebäudebestand als eine Kohlenstoffsenke tatsächlich, in Nature Sustainability vor 2 Jahren, und die Arbeit wird wie verrückt zitiert und aufgegriffen. Und da ist die Idee die folgende, ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Wenn wir für die weiteren 2 Milliarden Menschen, die wir auf diesem Planeten erwarten, bis zum Jahr 2050, 60, wenn wir da die Unterkünfte im Wesentlichen aus Stahlbeton bauen würden, dann hätten Sie rechts diese riesige Zusatzsäule von Emissionen, über 70 Milliarden Tonnen CO2. Wir gehen davon aus, ein Mix 10% Holz, Bambus, 90% Stahlbeton. Aber wenn Sie jetzt den Mix umkehren, das heißt zu 90% nachwachsende Rohstoffe nehmen, Holz, das Sie natürlich so verbauen, dass Sie es wieder auseinandernehmen können, dass Sie es in neuen Gebäuden verwenden können, dass Sie über hunderte von Jahren einen Balken quasi benutzen können, sodass das CO2 nicht wieder frei wird, dann sehen Sie rechts diese Emissionsbalken, diese Emissionssäule für Stahlbeton verschwindet fast komplett. Aber Sie würden zusätzlich noch 75 Milliarden Tonnen CO2 in dem Holz speichern, also netto der Atmosphäre entziehen. Das macht saldo 140 Milliarden Tonnen CO2-Bilanz verbessert. Und das würde allein schon einen signifikanten Beitrag dazu leisten, die 2-Grad-Linie zu halten. Wie gesagt, das ist nur für die 2 Milliarden zukünftigen Menschen, zusätzliche Menschen gerechnet. Da habe ich nicht diskutiert, was im Bestand geschieht oder dem Neubau, der für die heute schon existierenden 8 Milliarden Menschen passiert. Wir sehen, es ist ein mächtiger, ein ungeheuer großer Hebel, wenn wir das Bauwesen in der Richtung sozusagen nachhaltige, biobasierte Technik umorientieren. Haben wir genügend Wald, haben wir genügend Biomasse? Diese Frage kommt sofort. Ja, wir haben. Es gibt eine Studie von der ETH, dass fast 1 Milliarde Hektar degradierter Flächen zur Verfügung steht, die wieder aufgeforstet werden können. Natürlich ganz zu schweigen von den degradierten Flächen, die wir in Deutschland, in Europa, in Amerika haben, die im Augenblick unter dem Klimawandel leiden, die
umgebaut werden müssen mit widerstandsfähigeren Arten und dergleichen. Aber ja, es gäbe mit Abstand genug Flächen, um diese Biomasse herbeizuschaffen. Wir haben das in einer Arbeit vor kurzem nochmal durchgespielt, auch in Konkurrenz zu Landnutzung für Nahrungsmittelproduktion, was natürlich notwendig ist, Biodiversität, dass wir mal ausgerechnet, wie viele zusätzlichen Plantagen bräuchte ich, wenn ich Biodiversität nicht beeinträchtige, Lebensmittelproduktion nicht beeinträchtige. Man kommt dann auf etwa 200 Millionen Hektar, also nur ein Fünftel der degradierten Fläche. Das Einzige, was sich ändern müsste, wäre unsere Vorliebe für Fleischkonsum. Also die einzigen Landnutzungsaktivitäten, die zurückgehen müssten dabei, wäre gewissermaßen die Rinderwirtschaft. Aber das wäre vielleicht verkraftbar und vielleicht auch gesünder für die Menschen. So, hier ist gewissermaßen jetzt die Vision, die große Vision, die technische Anleitung zur Reparatur des Klimas, wie ich es ironischerweise nennen könnte, aber das ist ganz ernst gemeint. Waldbaupumpe, wir haben also links fossile Energieträger werden verbrannt, also Kohlenstoff wird oxidiert. Das reichert die Atmosphäre mit CO2 an. Und CO2 in der Atmosphäre ist der Grundnahrungsstoff für die Wälder, nicht für alle Pflanzen über die Photosynthese. Wenn ich jetzt auch dieses zusätzliche Angebot an CO2 nutze, auf nachhaltige Weise Forstwirtschaft betreibe, also einschlage auf vernünftige Weise Holz, dass ich Nutzholz verwandle und dann verbaue, dann kann ich zwei Unterkreisläufe schließen. Ich kann in dem Wald das entnommene Holz natürlich durch Neupflanzung ersetzen und versuchen, in ein dynamisches Gleichgewicht zu kommen, sodass ich immer gleich viel gute Biomasse entnehmen kann, ernten kann. Und ich versuche natürlich, diesen nachwachsenden Rohstoff so zu verbauen, dass ich ihn zu 95% oder mehr rezyklieren kann. Also Verbrennung Holz in einem Gebäude nach 50 Jahren ist ein absoluter Unsinn in diesem Fall. Das bedeutet, wir müssen eben auch im Bauwesen in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Das wäre gewissermaßen eine große Vision und man kann durchrechnen, quantifizieren. Wenn diese Pumpe über die nächsten 200 Jahre 4-5 Mal sozusagen im Kreis führt, dann würden wir damit sogar den CO2-Gehalt vor der industriellen Revolution wiederherstellen können. Das heißt, wir würden auf diese Weise das Klima reparieren. Alle großen Pläne haben dann jede Menge Gründe, warum sie nicht funktionieren. Also wenn wir annehmen, diese Pumpe würde nicht optimal funktionieren, dass wenn sie nur zu 50% oder 30% erfolgreich wäre, würden wir damit 2-Grad-Grenze halten können. Ne? Das ist das Entscheidende dabei. So, und hier vielleicht nochmal in wenigen Zahlen zusammengefasst. Das ist eine Rechnung, die man sozusagen auf einem Briefumschlag aufschreiben kann. Wir müssten, um diese Klimareparatur über das Bauwesen zu realisieren, etwa zusätzlich 500 Milliarden Bäume anpflanzen. Auf einem Hektar stehen ungefähr 1000 Bäume. Wir müssen insgesamt etwa 2 Milliarden Wohneinheiten ausgeernteter Biomasse, wie ich schon erwähnt habe, Holz, Weichholz, Hartholz, Bambus, Hanfziegel, wie auch immer, errichten. Das wäre die natürliche Lösung. Wir würden gewissermaßen unsere Zukunft bauen aus dem Emissionsmüll, den wir in die Atmosphäre blasen. Und ich glaube, es gibt keine bessere naturbasierte Lösung als diese. Die Frage ist, wie schnell kann es gelingen, skaliert es, wie teuer wäre das Ganze und so weiter. Zum Preis will ich vielleicht nur sagen, im Augenblick sind Holzkonstruktionen auch für Mehrgeschossbau große Tragwerke für 2-5% Aufpreis schon zu haben gegenüber konventioneller Bauweise, wenn sie dann die Geschwindigkeit der Montierung mitrechnen und wahrscheinlich in Zukunft auch die Prämierung von Kohlenstoffspeicherung, dann sind sie ganz schnell im positiven Bereich. Das heißt, das Ganze wird
wirtschaftlich auch konkurrenzfähig sein. Ich habe diese Dinge vorgestellt, nur damit Sie sehen, dass der Dialog mit der Politik auch geschieht. Es gab zum ersten Mal, Deutschland ist ja dieses Jahr Gastgeber der G7, einen Fachdialog der Bauminister, zum ersten Mal in Potsdam, wo dann auch Olaf Scholz dazu kam. Da konnte ich eine Keynote halten, so ähnlich wie heute bei Ihnen. Ich habe dann letzte Woche erst Japan besucht, eine große Konferenz, wo der Premierminister teilnahm, verschiedene Minister und das Kaiserpaar. Ich hatte dann sogar eine Privataudienz mit dem Kaiserpaar, weil Japan nächstes Jahr die G7 ausrichtet. Und sie werden den Bauministerdialog eben auch fortsetzen. Und da habe ich speziell hingewiesen darauf, dass Japan die ältesten Holzbauwerke der Welt besitzt, eine fantastische Handwerks- und Ingenieurstradition in diesem Bereich. Und das ist ein Land, das diese Ideen, die ich vorhin skizziert habe, mit Sicherheit aufgreifen wird. Es gibt dort einen berühmten Architekten, einen Freund von mir, Shigeru Ban, Pritzker-Preisträger, also somit Nobelpreisträger der Architektur, der unter anderem für Flüchtlinge in Ruanda etwa oder anderen Gegenden der Welt aus allen möglichen Materialien, die wir normalerweise wegwerfen, Papprollen, Papier, Plastikmüll, aber natürlich auch aus Holz, Unterkünfte errichtet, und der aber dann gleichzeitig so fantastische Konstruktionen geschaffen hat, in diesem Fall aus Holzwerkstoffen, wie hier das Zentrum von Swatch und Omega auf dem Campus in Biel in der Schweiz. Also man kann hier wirklich kühne Ästhetik, natürliche Materialien und digitale Mittel zusammenbringen, weil es ist eine sehr komplizierte parametrische Designübung, so ein Gebäude zu entwerfen mit der richtigen Statik. Das heißt, es kommen eigentlich alle Dinge zusammen, die wir brauchen, um eine neue Welt zu bauen. Und meine Initiative Bauhaus der Erde bezieht sich auf zwei Dinge. Bauhaus, hier sehen Sie also eine der Original-Bauhaus-Konstruktionen. 1919 wurde das Ganze ja in Weimar gegründet. Und der Erde heißt, es geht darum, den Gesamtkunstwerkansatz des alten Bauhauses in der Welt des 21. Jahrhunderts, wo wir an die planetaren Grenzen stoßen, neu zu erfinden, neu zu entwickeln. Und Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin hat das aufgegriffen. Es gibt jetzt das New European Bauhaus, eine große Initiative, wo auch viel Geld aus den europäischen Forschungsmitteln hinfließen wird. Wir haben, wie gesagt, das Bauhaus Erde gegründet, und zwar in Kaputt im Jahr 2019, also genau 100 Jahre nach dem Originalbauhaus. Und warum? Weil dort steht in der Nähe von Potsdam Einsteins Sommervilla, 1929 von einem der ganz Großen der Architekturgeschichte gebaut, Konrad Ludwig Wachsmann, nicht? Der aus der Lausitz stammte und der dann später als Jude emigrieren musste mit Hilfe von Albert Einstein nach USA. Diese Sommervilla von Einstein ist ausdrücklich auf Wunsch des Physikgenies naturnah gebaut und aus Holz errichtet. In diesem Fall ist es Sequoia-Holz aus Kalifornien. Ne? Wie gesagt, diese ganze Bewegung, diese neue Bauhausbewegung hat enorm Fahrt aufgenommen. Das ist eine Konferenz, die wir vor kurzem im Vatikan gehalten haben. Ich bin Mitglied der Päpstlichen Akademie und Ursula von der Leyen hat eine der Keynotes gehalten. Und hier sehen Sie zum Teil Weltklasse-Architekten. Hier steht Francis Carré aus Burkina Faso, der aber sein Büro in Berlin hat und dieses Jahr den Pritzker-Preis gewonnen hat, neben ihm Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin. Hier haben Sie Giovanna Melandri, die das Museum für das 21. Jahrhundert in Rom leitet und so weiter. Also es war Vicente Vallà, der frühe Chefarchitekt von Barcelona, Bjarke Ingels aus Kopenhagen, einer der führenden Architekten und so weiter. Das heißt, diese Bewegung kommt in Gang und es geht um drei Dinge. Es geht um Nachhaltigkeit, den Klimaaspekt habe ich ja schon beleuchtet. Es geht um Inklusion, das heißt, wie kann ich bauen, so dass Bauen nicht nur eine
Angelegenheit für reiche Eliten ist. Wie kann ich die meisten Menschen oder alle Menschen mit gutem Wohnraum versorgen? Und das Dritte ist natürlich, wie kann ich schön und ästhetisch bauen? Ne? Nur ein Beispiel, Francis Carré hat sich bei seinem Entwurf für das Burkina Faso Institute of Technology, das ich Ihnen gleich zeigen werde, an einem Termitenhügel orientiert, weil nämlich das durch ihr Design, durch ihre Architektur, durch ihre Geometrie mit die bestgelüfteten Strukturen auf diesem Planeten sind. Das kann man sogar wissenschaftlich nachweisen. Und das Burkina Faso Institute for Technology sieht genauso aus. Es hat eine natürliche Zirkulation, die durch die Geometrie passiert. Ähnlich wurden früher in Persien diese kombinierten Windtürme mit Unterwasserbecken, die Wasser halten, geschaffen, wo also Windzirkulation und Wassereigenschaften sich gegenseitig verstärken und so weiter. Vielleicht noch zeige ich Ihnen hier diesen Entwurf von Vicente Vallard, den Sie vorhin auf dem Bild gesehen haben. Er hat damit mit dieser Kombination aus biologischen Materialien, Photovoltaik, geothermischen Elementen, lebenden Ökosystemen, Glas, Stahl, einen Wettbewerb in China gewonnen gegen 300 Mitkonkurrenten, nicht? Und wir haben ihn vor kurzem in Barcelona besucht. Barcelona auf dem Montjuïc steht der berühmte Pavillon von Mies van der Rohe. Hier ist das Originalgebäude von 1929. Und Vicente Vallard und Architekten, die im Bauhaus Erde mitmachen, wie Eleanor Gansky, haben den für ein paar Wochen mit Holz gefüllt. Das sehen Sie rechts hier, ich war jetzt auch dort und das lockt viele Besucher an und zeigt einfach, wie ich sozusagen die klassische Bauhausmoderne weiterdenken kann. Dabei orientiere ich mich an natürlichen Lösungen, gebe Ihnen nur ein Beispiel. So könnte eine Fassade gestaltet werden, das ist orientiert an Pflanzen und dass diese Gestaltung der Fassade sorgt dafür, dass quasi im ganzen Tagesgang die Insulation, die Bescheinung sozusagen und auch die Kühlung konstant gehalten wird. Letzte Bemerkungen, ich habe es vorhin schon erwähnt, beim modernen Tragwerkdesign habe ich natürlich andere statische Herausforderungen als bei Stahlbeton. Da muss man immer mehr zu digitalen Mitteln greifen, man muss also künstliche Intelligenz einsetzen. Das tun viele Firmen, kleine und mittlere Betriebe schon im Bereich der organischen Architektur. Wir werden, und das gilt also generell auch für die Energieberatung, in den nächsten 10, 20 Jahren noch mal eine digitale Revolution erleben. Wenn der Quantencomputer kommt, ist, glaube ich, unvermeidlich, als Physiker habe ich früher damit befasst, und dann werden wir ungeheure kognitive Werkzeuge haben. Nicht? Und das wird inzwischen auch schon in verschiedenen Reports überlegt. Das heißt, meine Schlussfolie ist die, das ist die Vision. Im Augenblick, seit 200 Jahren, sind wir noch in einer dummen, linearen Petrowirtschaft, also weniger fossile Brennstoffe gestützt, linear Input, Output, nicht wertvolle Rohstoffe hinein in die Maschinerie und Abfall heraus und dann in die Umwelt verstreut. Dumm, weil man eben die kognitiven Mittel, die wir heute hätten, nicht ausreichend einsetzt. Und die Zukunft muss eben eine intelligente, zirkuläre Bioökonomie sein, wo wir im Wesentlichen Naturstoffe nehmen, die nachwachsen von selbst. Wir werden die Wertstoffe möglichst im Kreis führen und wir werden fortgeschrittene kognitive Werkzeuge, insbesondere Quantenintelligenz einsetzen, um auf diese Weise die grüne Transformation im Bauwesen, aber in unserer gesamten Wirtschaft zu bewerkstelligen. Ja, damit wäre ich am Ende. Danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Das war natürlich klasse, in einer halben Stunde die Dinge so auf den Punkt zu bringen. Also allein dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn man die Zahlen so hört, die Diagramme, die Sie zeigen, das sind ja schon Schreckensszenarien und nicht umsonst hat Guterres ja auch diesen Satz geprägt, den Sie vorher zitiert haben.
Ich würde sagen, was, wenn Sie jetzt hier mit Gebäudeenergieberatern sprechen, wenn Sie heute hier mit Leuten aus der Glas- und Fassadenszene sprechen, was wäre denn ein Versuch, quasi von der Flughöhe eins tiefer zu kommen? Also zu sagen, hey Leute, macht Folgendes, ja? Ich finde ja den Ansatz mit der Holzarchitektur super. Ich habe nachher noch ein paar persönliche Anmerkungen, Fragen dazu. Aber vielleicht zunächst mal die Zuhörer kommen, wie gesagt, aus der Glas- und Fassadenszene, die ja breit gefächert ist, und aus der Gebäudeenergieberater-Szene. Was würden Sie etwas konkreter Ihnen noch ans Herz legen wollen? Naja, ich denke, es ist schon relativ konkret in dem Sinn, dass eine Bauwende ansteht, nicht nur in dem Sinn, dass wir alles mit Kühlungstechnik oder Dämmtechnik fortstopfen. Also der Weg sollte gehen dazu, dass wir einfacher umgehen mit den Dingen. Wenn Sie zum Beispiel mit organischen Materialien dämmen, dann können Sie die Dicken sozusagen der Schichten enorm reduzieren. Ne? Also ich habe eine Folie übersprungen, aber das waren Daten von Erwin Thoma, der so wunderbare Holzhäuser in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland baut. Und er kann einfach zeigen, wenn Sie das richtige organische Material nehmen, dann können Sie mit einem 20stel der Dicke von Betonwänden den selben thermischen Effekt erzielen. Ne? Sie haben Auskühlzeiten, die liegen im Bereich von 300 Stunden. Also das ist fantastisch. Das heißt, selbst wenn Sie nur auf Energieeffizienz gehen, ne, dann können Sie also durch den Einsatz richtiger Materialien enorm viel erreichen. Und Sie können vor allem, was im Augenblick ja leider das Problem ist, Sie können unnötige Komplizierungen vermeiden. Also ich habe gerade selbst einen offenen Brief an Clara Geiwitz und Robert Habeck mit unterschrieben, wo mehr Einfachheit im Bauwesen gefordert wird. Statt also die Effizienzstandards immer mehr hochzutreiben und dafür aber immer komplexere Technologie sozusagen anzufordern, was dann wiederum eigene CO2-Emissionen produziert, sollte man versuchen, möglichst einfache Lösungen zu finden. Absolut. Und das muss aber abgebildet werden in den Regulierungen, in den Landesbauverordnungen und so weiter. Das heißt, wir rufen auf, der Einfachheit eine Chance zu geben und das Ganze aber auch in der Baupolitik, in der Bauregulierung abzubilden. Ja. Das ist ein Beispiel. Ich gebe ein anderes Beispiel. Ich habe zwar jetzt Holz in den Vordergrund gestellt. Warum? Das ist, glaube ich, klar geworden, weil die Photosynthese quasi für uns die Reinigungsarbeit in der Atmosphäre leistet, nicht? Ich meine, wir haben das große Glück, dass wir zwar fossile Brennstoffe verbrennen und dadurch die Atmosphäre vermüllen, aber die natürlichen Systeme arbeiten sozusagen ständig dafür, diesen Müll wieder zu entfernen. Ne? Das heißt, deswegen ist Holz oder Bambus natürlich prinzipiell sehr gut, aber ich war letzte Woche auf einer großen Messe, also Klimafestival in Düsseldorf, wo alle möglichen Aussteller dann ihre Materialien zeigen. Zum Beispiel natürlich Holzwerkstoffe, Holzziegel, die man aus Schadholz generiert, nicht? Also Kalamitätsholz, das fällt ja massiv an. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist Glasschaum zum Beispiel. Ja? Das ist ja eine Veranstaltung jetzt hier, die ja auch mit der Glasbranche sozusagen zusammenarbeitet. Und das ist ein fantastisches Material, unglaublich leicht, unheimlich, völlig feuerfest, natürlich widerstandsfähig. Das heißt, wir sollten jetzt einfach sehen, welche Lösungen, was jetzt die Materialien angeht, sind in den nächsten 5 bis 10 Jahren skalierbar. Die werden die Welt des Bauens verändern. Und welche sind natürlich harmonisieren am besten mit Energieeffizienz und dergleichen. Ja, ja, absolut. Also, ich meine, an der Stelle möchte ich noch völlig beipflichten. Es geht ja darum, hier ganz klar auch diese Innovationen an den Start zu bringen für mehr Klimaschutz, für Circular Economy. Und da ist Holz und da sind die Holzwerkstoffe natürlich vorne dran. Es gibt ja einen ganzen Entwicklungsschub im Augenblick im Bereich des einfachen Bauens, des resilienten Bauens. Und was die Innovationen anbelangt, das, was Sie gerade benannt haben, das Holz, ja, Bricks,
aus Schadholz hergestellt werden können. Das haben Sie ja gesagt, das haben Sie in Düsseldorf gesehen. Das wurde vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren hier auf diesem Fachforum vorgestellt. Das ist ein Start-up, was netterweise jetzt, ich glaube am 30.11., dass es in Tübingen seine Produktion beginnt, eine Roboterfertigung von solchen Bricks. Ja. Trick Brick heißt also, die. Ich bin Physiker, ich bin Klimaforscher, habe mich immer interessiert für Architektur und auch Städtebau, aber bin zunächst mal Amateur, leidenschaftlicher Amateur in dem Bereich. Aber über die Klimathematik bin ich jetzt in diesen Bereich hineingeraten und versuche eben auch ein entsprechend hilfreiches Narrativ zu formulieren. Aber was man dann lernt, ist, dass es unglaublich interessante Ideen gibt. Hanfziegel, da gibt es eine kleine Firma in Südtirol, wie gesagt, Schadholz, Glasschaum, ganz viele Möglichkeiten. Was man vielleicht vor allem sagen müsste, ist, also dass dieser Weg konventionell Stahlbeton, wie vor 100 Jahren sozusagen verbauen und dann aber nachher sozusagen mit irrsinniger Gebäudetechnik sozusagen dann die Effizienz herzustellen, dass das ein jeder Hinsicht falscher Weg ist. Aber es ist ein Weg, der sich lange gerechnet hat und es bildet sich ja am ehesten daran ab, wie viel Produktivitätsfortschritt eine Branche hat, nicht? Ja, eine Branche, die wirklich innovativ sein muss, ist eben auch eine, wo man mit den herkömmlichen Methoden keine Profite mehr macht. Sie wissen das ja, wenn man so Produktivitätsfortschritte in den letzten 50 Jahren in verschiedenen Branchen sich anschaut, dann haben sie eben im Bereich Elektronik 350% Fortschritt, in der Baubranche 1% in der konventionellen. Das heißt, man hat es nicht nötig, sich sozusagen wirklich zu verbessern, schon gar nicht systemisch zu verbessern. Aber jetzt, wo wir tatsächlich auf den Klimaabgrund zurasen, muss auch dieser Elefant im Klimaraum, so nenne ich die Baubranche gern, sich endlich in Bewegung setzen. Gut, da würde ich nur gern eins in Erinnerung rufen. Ich gebe Ihnen ja völlig recht, dass die Innovationsraten an der Stelle bei weitem nicht so sind wie in den anderen Leitindustrien, etwa auch Deutschlands. Ich glaube, was da manchmal vergessen wird, ist ein wichtiger Aspekt, an dem es ganz wenige Player etwa in der Automobilindustrie gibt oder auch die Elektroelektronikindustrie von wenigen Playern dominiert wird. Es ist so, dass sie in der Baubranche halt ein Heer von kleinen und mittelständischen Unternehmen haben, Hunderttausende von Betrieben, die miteinander allein, ich glaube, es sind 20, 25 Gewerke, die erforderlich sind, um ein Gebäude erstmal zu erstellen. Das heißt, wir haben hier eine ganz andere, aus der systemischen Perspektive, die Sie angesprochen haben, ganz andere Herausforderung. Es ist ja kein Elefant, es ist eigentlich eher vielleicht ein Heer an Arbeitsameisen, ich weiß es nicht. Und das, was ich spannend finde, ich bin ja auch seit über 20 Jahren jetzt mit diesen Nachhaltigkeitsthemen in der Bauwirtschaft unterwegs. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten 2 Jahren erstens mal ganz viel passiert, ganz viele wirklich spannende Innovationen an den Start gebracht werden und es eher eine Frage jetzt vom Mindset ist, was sich geändert hat. Das heißt, wenn Sie das nicht direktiv durch irgendeinen Konzernlenker oder eine Investorengruppe vorantreiben können, dann gelingt das Ganze nur über das Mindset, das in einer kompletten Branche sich langsam verändert. Und das, glaube ich, passiert im Moment. Ja, ich bin Ihnen dankbar für diese Bemerkung, die 100% zutrifft, weil das habe ich auch erlebt, ich mich dann stärker mit dieser Branche auseinandergesetzt habe. Was man merkt, ist, ob das jetzt nun die Stahlbauer sind oder die Holzbauer oder die Glasbauer, extreme Fragmentierung, nicht extreme Zersplitterung. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Begriff Bauhaus auch wiederbelebt haben. Nicht? Weil die ursprüngliche Bauhausidee war ja gerade das Gesamtkunstwerk. Nicht? Das hat sich wieder orientiert an der mittelalterlichen Bauhütte. Nicht? Neben jeder Kathedrale, die ja nun ein sehr komplexes Gebilde war, stand die Bauhütte, wo man eben die Gewerke zusammengedacht hat und zusammengeleitet hat. Das ist genau die Vorstellung, dass wir zu einem systemischen Ansatz wieder kommen, wo man dann tatsächlich nicht nur den Lebenszyklus eines Gebäudes, sondern auch seine Funktion im Gesamtensemble, also Quartier, Stadt, wie auch immer, betrachtet. Nicht? Absolut. Weil das ist der Aspekt, auf den ich jetzt nicht so eingegangen bin, aber letztendlich müssen wir ja fragen,
müssen wir nicht vom monozentrischen Stadtentwickeln wegkommen und wieder zu einer polyzentrischen Vorstellung zurückkehren, aus vielen Gründen, ne? Ressourcen, Effizienz, aber vor allem auch, weil der ländliche Raum im Augenblick kulturell völlig entleert wird, nicht? Und das permanente monozentrische Wachstum, genommen, völlig unnötige Pendelbewegungen erzeugt. Das heißt, von, auf allen Skalen, vom einzelnen Holzwerkstoff oder Ziegelstein bis hin zur polyzentrischen Entwicklung eines gesamten Industrielandes, muss ich die Aspekte zusammendenken. Und das ist, glaube ich, dann wert, so einen hochtrabenden Begriff wie Bauhaus Erde zu verwenden. Nee, den Eindruck habe ich auch, dass mittlerweile einfach mehr systemisch gedacht wird. Sie kennen sicherlich die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Da geht es ja auch darum, die ganzen Akteure der Wertschöpfungskette zusammenzubringen und dann hands-on Ansätze zu entwickeln, die man auch umsetzen kann. Das spielt Ihnen ja, denke ich, in die Hände. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das ist etwas, was mir persönlich an Ihren Arbeiten auch sehr gefällt, ist, dass, ich sage mal, Sie, wir auch immer in der Lage sind, diese Themen auch gut zu kommunizieren. Sie haben es auf den Punkt gebracht mit Repair or Dispair, 500 Milliarden Bäume, 2 Milliarden Wohneinheiten, vom Klimasünder zum Klimaretter. Das sind ja alles Dinge, die sind in der Kommunikation sehr klar. Wenn ich vorher davon gesprochen habe, ich glaube, dass gerade in einer zersplitterten Branche es darauf ankommt, dass das Mindset sich ändert. Das Umparken im Kopf, wie mal früher ein Werbeslogan hieß bei einem der Autohersteller. Dann, glaube ich, brauchen wir Leute wie Sie, beziehungsweise Leute, die in der Lage sind, diese Komplexität auch greifbar zu machen, nachvollziehbar zu machen. Sie werden ja auch dafür angegriffen, aber ich denke, es ist der absolut richtige Weg, um auch eine Veränderung herbeizuführen. Ja, ich sehe mich natürlich unterstützt von großen Denkern. Also man sagt das so schön, standing on the shoulders of giants. Nun, ich habe nicht umsonst Einsteins Name erwähnt. Also ich habe hier am Potsdam-Institut, wo ich auch mich jetzt gerade befinde, 18 Jahre lang in dem Büro gearbeitet, wo Einsteins Feldgleichungen zum ersten Mal gelöst wurden. Nicht? Und ganz in der Nähe ist eben das Einstein-Sommervilla in Kaputt. Und Einstein hat viele Aphorismen auch geprägt. Eines, was er gesagt hat, auf Englisch oder auf Deutsch, das kann man auch gleich auf Deutsch sagen, ist, eine Theorie, eine physikalische Theorie sollte so einfach wie möglich sein, aber nicht einfacher. Nicht? Und das ist, trifft das genau, und so ist es auch hier. Sie können mir glauben, wenn ich die 2 Milliarden Gebäude nenne oder die 500 Milliarden Bäume, der Vorlauf besteht aus 10 Jahren harter Arbeit, nicht? Wo Sie Computersimulationen machen, ja, wo Sie Datenbanken sichten und so weiter. Aber dann muss man auch bereit sein, das Ganze so weit zuzuspitzen, aber eben nur so weit, wo es immer noch stimmig ist, ja, dass man es kommunizieren kann. Weil wenn ich, wie gesagt, ich habe jetzt in Japan mit dem japanischen Kaiserpaar reden können, eine halbe Stunde in einer Privataudienz über das Thema. Wenn Sie die Gelegenheit haben, sowas zu kommunizieren, dann müssen Sie natürlich in einer Weise tun, dass es der Nichtfachmann und die Nichtfachfrau begreifen kann. Und dann aber der Appetit geweckt ist, mehr darüber zu verstehen, nicht? Und das ist in der Tat, was wir Klimaforscher auch gelernt haben über die letzten 30 Jahre. Wir müssen gute Narrative erzählen, die die Menschen im besten Fall sogar faszinieren, und man sagt, das ist eine Geschichte, in der möchte ich selber vorkommen. Genau. Also ich denke, das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja auch der Clou. Letztlich geschieht ja Sinnstiftung über Narrative. Also ich verorte mich in einem großen Ganzen, in einer großen Erzählung. Das ist das, was wir in religiösen Weltbildern haben, aber das ist ja hier in der säkularen Form auch für uns, was jetzt den globalen Klimaschutz anbelangt, absolut zentral. Hier haben wir die Chance bei der Veranstaltung, dass wir es mit einem Verlag zu tun haben, das heißt, die sind sowieso Kommunikatoren am Werk, und es sind natürlich auch viele Industrieunternehmen, die hier mitmachen oder zuschauen. Und ich glaube, an der Stelle gilt es genau das, also nicht in Plattitüden zu verfallen, was jetzt Nachhaltigkeit anbelangt. Also ich mache wirklich seit über 20 Jahren Themen der Nachhaltigkeitskommunikation und habe Übles erlebt oder gesehen, sondern das, was Sie ansprechen, ernst zu nehmen und mit dieser einerseits Bodenständigkeit ranzugehen, mit einer Innovationslust ranzugehen und auch zu sagen, komm, wir gehen nach vorne, wir wollen das wuppen. Und ich glaube, dann gelingt es auch, viel PS auf die Straße zu kriegen.
Also ich bin auch sehr positiv überrascht. Ich habe über diesen entscheidenden Faktor in der Klima- und Nachhaltigkeitsgleichung Bauwesen, Siedlungswesen schon lange nachgedacht, aber erst, wie gesagt, vor 3 Jahren wirklich offensiv begonnen, auch durch Gründung einer gemeinnützigen GmbH etc., das Ganze zu kommunizieren, auch an die Politik heranzutragen, aber eben nicht nur die Politik, an die Zivilgesellschaft. Und ich bin positiv überrascht, wie schnell die Menschen, die Firmen, die Politiker dieses Narrativ begreifen, nicht? Und es tut ja vor allem eines, es zeigt, wir haben hier, Sie haben es ganz schön gesagt, es ist nicht ein Elefant, es ist wahrscheinlich eine ganze Herde sozusagen im Nachhaltigkeitsraum, die dabei ist, alles niederzutrampeln. Aber wenn ich sie einfange und umlenke, dann könnten sie eben zu Arbeitstieren werden und uns helfen, uns wieder aus diesem Schlamassel herauszuziehen. Und wenn man also diese Kombination aus Ernsthaftigkeit, weil die Warnungen sind leider berechtigt, aber dann eben auch Hoffnung, dass wir, wenn wir unsere Mittel nur richtig einsetzen, uns vom Abgrund wieder entfernen können, wenn man das zusammenbringt, ja, dann gewinnt man meistens also nicht nur den Verstand der Menschen, sondern manchmal sogar ihre Herzen. Herr Schellnhuber, das ist ein wunderbares Stichwort oder auch Schlusswort, weil ich muss jetzt leider auf die Uhr gucken, obwohl ich sagen kann, dass dieses Gespräch mir sehr gefällt, sehr viel Laune macht und ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken möchte für erstmal die Ausführung auch nochmal, dass Sie uns allen klar vor Augen geführt haben, wo wir heute stehen, wo wir hingehen, aber auch ein Stück weit, ich sage mal, diese Bodenständigkeit mitvermitteln konnten. Und ich denke, das, was Sie gerade gesagt haben, es geht ja letztlich darum, die Herzen auch zu erreichen und nicht bloß den Kopf. Hier entsteht die Motivation, hier entsteht aber auch, und dafür steht der Bau auch. Da heißt es dann Ärmel raufkrempeln und los geht's. Ja? Also das darf man, glaube ich, bei der Bauwirtschaft nicht unterschätzen, wie viel Tatkraft auch in den Einzelnen immer liegt und wie viel Engagement und Bereitschaft da ist, auch Dinge anzupacken. Herr Schellnhuber, nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns dabei waren und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag und natürlich viel Erfolg mit dem Bauhaus. Vielen Dank, Herr Postler. Danke, dass ich dabei sein konnte. Wiedersehen.